Zu welchen Anlässen essen Italiener Dolci? Immer. Das Wichtigste ist, dass man den Tag süß beginnt. Mit einem Cornetto morgens kann der Tag eigentlich nur noch gut werden. Dann so über den Tag verteilt, hier mal ein Häppchen Süßes, ein Nachtisch, noch mal eine Creme zwischendurch. Und eigentlich geht man auch nicht ins Bett, ohne noch mal ein Löffelchen Süß abzuschieben. Welches sind Ihre Lieblingsdolci und was verbinden Sie damit? Immer wenn Mandeln dabei sind. Dafür könnte ich töten. Also mein aktueller Lieblingsdolce ist Pere Colle Meringhe. Das ist ein Nachtisch, den wir im Zuge dieses Buches entdeckt haben. Und ich finde den super. Das sind selbstgemachte Meringhe, also Baisers, mit karamellisierten Birnen, ein bisschen Haselnuss geröstete oben drüber und einem Klacksahne. Und das ist so eine Vermischung von knackig und cremig und Karamell. Und es ist einfach mega. Woher stammen Ihre Rezepte? Sind wieder Hausrezepte von Verwandten und Freunden darunter? Lauter Geheimrezepte. Wir haben natürlich auch Klassiker aufgenommen, aber wir haben immer überlegt, was ist die beste Variante? Natürlich gibt's super Inglese, Tiramisu, Zabaione, wo alle dahin schmelzen. Aber wir haben auch Varianten gefunden, wo wir gedacht haben, ha, das hat ein bisschen Pfiff. Zum Beispiel sind wir letztes Jahr in Fano auf eine Creme Brûlée mit Kürbis gestoßen. Allein schon von der Farbe ist die wirklich ein Knaller. Ja? Gibt's nette Anekdoten aus der Entstehungsgeschichte des Buchs? Ich erinnere mich an eine Anekdote, die mir wirklich zu Herzen gegangen ist. Das war, als der junge Italiener uns weismachen wollte, dass man auch Obst zum Frühstück essen kann. Und dann aber natürlich auf das Marzipanobst verwies, das wirklich zauberhaft glänzte in der Auslage. Wie haben Sie die Rezepte gesammelt, wo ausprobiert und fotografiert? Überall. Wir nehmen alles, was wir finden können. Von Nord bis Süd. Wir haben überlegt, wo waren wir, was haben wir gegessen, was hat uns geschmeckt. Wir haben natürlich sind wir gereist und haben ausprobiert. Und wir haben auf alle Fälle alles gekocht, um es zu fotografieren. An allen möglichen schönen Plätzen, die uns gerade so dazu eingefallen sind. Und natürlich, weil man es dann auch hinterher essen kann. Ja, wo ausprobiert? Natürlich das meiste in unseren Küchen. Vieles in Italien, wo wir sozusagen nah am Original sind. Und alles andere auch in Düsseldorf, um auch sicherzugehen, dass man auch in Deutschland italienisch kochen und backen kann. Fotografiert haben wir wie immer überall, wo es gerade schön war. Und wir haben dazu, ich glaube, alle Tischdecken rausgezogen, die irgendwo in diesem Haushalt oder bei Tanten oder Verwandten zu finden waren. Und wir haben eine Freundin mit einer wunderbaren Tellersammlung, die uns viel Geschirr geliehen hat, was uns wirklich gerettet hat. Die Arbeitsverteilung war in etwa so, ich habe viel gebacken und Dani hat viel sauber.